meine Lieben. Und zwar, heute gibt es ein Kartoffel-Weißkohl-Hackauflauf. Ja, dazu habe ich hier frischen Weißkohl einfach so klein geschnitten. Den braten wir jetzt so ein bisschen an, sodass er so ein bisschen in sich reinfällt. Die Kartoffeln ganz normal geschält. Die werden dann, also könnt ihr euch überlegen, ob in Würfel oder in Scheiben. Ich habe jetzt hier, was war noch? Überwiegend festkochende, genau. Muss erst mal überlegen. Und ganz normales gemischtes Hackfleisch. Das machen wir dann gleich. So, wie gesagt, erstmal braten wir hier den Weißkohl an. Nicht alles, außer ihr habt natürlich einen größeren Topf. So, also so ein bisschen so, dass das so ein bisschen, ich sag mal, Schmorkohl ergibt. Ja, damit er auch im Ofen nicht zu fest wird oder beziehungsweise dass er bissfest ist, wollen wir das mal so sagen. Menge, ja, die habe ich ungefähr, ja, das war so ein riesen Oschi am Kopf, also da habe ich irgendwie so ein Viertel von genommen. Ja, Kilo gemischtes und keine Ahnung wie viele Kartoffeln. Ja, ich werde das gleich mal von der Menge her auch sehen. So, den Kohl, den würzen wir auch nur mit Salz und Pfeffer. Da kommt auch nichts anderes dran, weil ja das Hackfleisch schon gewürzt ist. Und da das ja dann quasi so eine, ich sag mal, Hauptmahlzeit ist, gibt auch nichts anderes dazu, außer ein bisschen Soße. Das war's dann aber auch schon. So. Tauschen wir einmal. Das hat Fleisch, das mischen wir ganz normal mit Salz und Pfeffer. Wenn er mal ein bisschen bräunlich wird, so wie hier zum Beispiel, so wie das da, das macht absolut nichts. Nur lasst es eben halt nicht verbrennen. Weil das wäre schade. Okay. Dann kommt dann noch ein bisschen Knoblauch dazu. Das
hätte jetzt nicht so gewürzt wie zu der Band. So mit Paprika drin und so. Überhaupt nicht. Und noch Eier dazu. Ja, also ich habe jetzt Kartoffelpüree da drin, wegen Gluten. Ihr könnt natürlich ganz normal Paniermehl nehmen. So, kommt der Rest hier auch noch rein. So, dann quasi 500 Gramm ein Ei, schaffe ein Kilo, also logischerweise dann zwei. Ja, oder ist mir doch der wie Frikadellen. So, dann hier noch Zwiebel gefunden. Machen wir da auch mal mit rein. Wie gesagt, das lassen wir jetzt noch mal ein bisschen schmoren. Das legen wir jetzt einmal rum. Nein, ganz normal. Ganz wichtig ist immer wirklich den Kohl durchzurühren. So. Das haben wir auch. So. Dann würde ich sagen, können wir das schon mit Salz und Pfeffer abschmecken. Jetzt ist nämlich wieder die Zeit,
wo man schön was wieder viel mit Kohl machen kann. Schichtkohl, Kohlrouladen, Schmorkohl, alles Mögliche. Richtig schöne Hausmannskost, wie sie mag. So, probieren wir mal was. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das können wir dann jetzt aufmachen. Rasselige Wärme kann einmal ziehen. So, dann würde ich sagen, melde ich mich gleich dann nochmal, wenn ich weiß, was ich mit den Kartoffeln mache. So, dann bin ich wieder. Ich habe mich dann entschieden, Scheiben zu machen. Die müssen dann jetzt auch schnell verbraucht werden, weil sonst werden sie braun. Aber das wollen wir ja natürlich nicht. Dann habe ich jetzt einmal kurz schnell die Kartoffelstärke abgewaschen. So. Gucken. Machen wir hier ein bisschen, also jetzt wird quasi fast so wie eine Lasagne. Dann nehmen wir das komplette Hackfleisch. Und verteilen das irgendwie vorsichtig auf den Kohl, sodass das auch überall hinkommt. Aufpassen, Kohl ist warm bzw. heiß. So. Es muss nicht ganz ordentlich sein, also alles gut. Dann nehmen wir die Kartoffeln, teilen sie hier so ein bisschen. Es war ein bisschen komisch, also sieht ein bisschen komisch aus, aber es ist lecker. Deswegen alles gut. So. Und dann nehmen wir quasi den restlichen Kohl. Teilen den hier. So. Ich noch mal wieder. So. Genau, schön, dass die Kartoffeln bedeckt sind. Ihr könnt auch natürlich mehr Kohl machen und unten mehr Kohl und das irgendwie in einen Topf, der Ofen geeignet ist, in einen Topf machen. Könnt ihr natürlich auch. So, dann Alufolie. Aber das muss zugedeckt sein, weil sonst verbrennt euch der Kohl und das wollen wir ja natürlich nicht. Ne,
ne? Oder ihr habt eben halt eine Auflaufform mit Deckel. So. So, genau. So. Jetzt ist das natürlich doof. Ich glaube, ihr habt nichts sehen können. Also unten Kohl, dann habe ich das Hackfleisch obendrauf, dann die Kartoffeln verteilt und dann obendrauf den restlichen Kohl. Entschuldigung fürs Nichtsehen. So. Packen wir in den Ofen erstmal für 45 Minuten. Nach 45 Minuten gucke ich mir das mal an, alleine wegen dem Hackfleisch. Bei 180 Grad. Und ja, wie gesagt, dann gibt es Rahmsoße dazu und das war's dann aber auch. Ja, genau. Und Endergebnis seht ihr später. Freut mich, wenn ihr meinen Kanal besucht. Teilen, liken, Facebook und YouTube, würde mich freuen. Kanal natürlich abonnieren, dann bekommt ihr auch weiterhin wertvolle Tipps bzw. leckere Rezepte von mir. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!